Hallihallo, schon wieder Hebebühne? Ja, die andere habe ich verkaufen können und mich nun für eine Rampenhebebühne entschieden. Aber da gibt es ja auch verschiedene Anbieter und deren Konzepte. Im Großen und Ganzen sind sie sich ähnlich, aber in der Umsetzung und Ausführung gibt es feine Unterschiede. Aber dazu später. Nun also eine Eurolüfter mit 3,5 Tonnen maximaler Traglast. Wie immer erstmal auspacken. Die Palette, wenn man das so nennen möchte, besteht aus Sperrholz mit Blechkanten und Beschlägen zur Stabilisierung und zum Zusammenhalt. Nichts, was sich lohnte aufzubewahren oder durch den Kamin zu schicken wäre. Mangels Kran musste ich mir überlegen, wie ich die Bühne anhebe, um die Verpackung darunter entfernen zu können und sie danach wieder ablassen kann. Nun denn, seht selbst. Die Anschlüsse für Hydraulik und Elektrik sind auf der linken Seite vormontiert. Für mich nicht sinnvoll, da die Bühne rechts liegt und auch dort die Steuereinheit an der Wand stehen soll. Entsprechend musste ich die Schläuche und Kabel ummontieren. Dazu jedoch ist die Bühne erst einmal ein Stück weit anzuheben, damit in einer Sicherheitsraste gelagert die Leitungen demontiert werden können. Den Warnpiepser habe ich später deaktiviert,
Er ist gigantisch laut. Unser Garagentor hat ja schließlich auch keinen. Es läuft nur wenig Öl aus, die Sauerei hält sich also in Grenzen. Dann von der anderen Seite wieder in das Rohr geführt und angeschlossen. Kabel ebenso. Das vom Endschalter muss verlängert werden, da es nur einen gibt und dieser auf der weiter entfernten Seite montiert ist. Ich habe ihn dennoch ausgebaut und die Verlängerung bequem in der Werkstatt eingelötet. Wieder angeschlossen, kann die Bühne nun an die endgültige Position buxiert werden. Andere Hersteller, wie beispielsweise Twinbush, lassen sich dieses sogenannte Mobilkit für etwa 200 Euro extra bezahlen. Hier ist es im Preis von 2.299 Euro inklusive Fracht und Öl mit drin. Weiterer Unterschied sind Stahlrollen, auf denen die Bühne beim Heben und Senken gelagert ist, während andere Schlitten aus PVC benutzen, um das Wandern des hinteren Querrohrs zu ermöglichen. Nun also der Test. Unser größtes und schwerstes Auto. Ich habe noch LED-Leuchtstreifen auf die Innenseiten der Rampen geklebt, so bleibt es auch unter dem Auto hell. Beim Senken fährt die Bühne ein Stück hoch, hebt mit Magnetspulen die Schlitten hoch und fährt schließlich runter. Dabei wird die maximale Höhe erreicht, was bei uns sogar mit geöffnetem Garagentor möglich ist. Die Eurolifter hat einen Umlenkmechanismus, der ein Anheben mit voller Kraft aus unterster Position erlaubt. Beim Senken nimmt dieser allerdings auf den letzten Zentimetern etwas mehr Zeit in Anspruch. Die Hubhöhen schauen wir uns mal genauer an. Ganz unten beträgt die Rampenhöhe etwa 11 cm. Fahren wir nun hoch, klackt es und der Schlitten rutscht über die erste Raste. Wir stoppen den Hebevorgang und erreichen 58 cm. Lassen wir in die Sicherungsraste ab, setzt sich die Bühne auf einer Höhe von etwa 54,5 cm. Nun wollen wir sie wieder ganz ablassen. Die Bühne hebt sich kurz, um den Schlitten aus der Sicherung zu heben und erreicht kurzzeitig eine Höhe von 61,5 cm. Alle weiteren Höhen sind aus dieser Tabelle zu entnehmen. Die größtmögliche Höhe beträgt 101 cm. Diese wird durch den Endabschalter limitiert. Ein Ablassen bewirkt das Setzen in Raste 9 mit entsprechenden Maßangaben.